Beispiel. Aber haben wir doch eben auch gemacht, so. So, jetzt sind wir da, Freunde. Und wir warten jetzt noch was, bis ihr da seid. Es hat jetzt endlich funktioniert. Oh, ist denn, ja, sieht so nackt aus. Headlever auf deinem Kanal. Okay, ich bekomme sogar eine Nachricht, dass ich jetzt live auf meinem Kanal bin. So, wo sehe ich das hier? Hallo. Hi, Dobby. Dobby Devil. Hast du die Namen schon alle eingegeben? Nein. Ja. Noch haben wir Zeit, noch ist keiner da. Hallo, Monde. Hallo. Der Chat ist klein, ich will das hier größer haben. Wir sind gleich sofort für euch da, ne? Also, wir warten noch, dass hier noch ein paar Zuschauer kommen. So, Mediathek. Ich verstehe das nicht hier. Okay, drei sind da. Hallo. Geht es euch gut? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Kommt nichts. Naja, ich kann das hier einfach nicht finden. Ich verstehe das nicht. Geh mal auf. Ich gehe jetzt einfach mal hier. Nein, hier ist es nicht. Geh auf. Ja, ihr auch. Ja, wir auch soweit. Wir haben das Beste draus gemacht. Also gestern war ich auf die Hüttgenwald-Tour. Erste Mal nach. Ja, ich sag mal fast 2 Wochen, dass ich rausgekommen bin. Hier war einiges los. Leider. Soll ich das mal so schreiben? Schreib User IQ6, wissen wir Bescheid. Das ist ihr einzigste. Ich habe das nur dahinter geschrieben, damit ich weiß, wie ich das zuordnen kann. Okay. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, worum es heute geht hier, ne? Wir machen die Auslosung. Wir haben hier überlegt, ob wir das live machen sollen oder halt in Videoaufnahme. Und ja, jetzt haben wir uns doch fürs Live entschieden. Es ist authentischer, ne? Weil bei Aufnahmen kann man immer sagen, es wurde irgendwas gedingst oder so. Auf dem TV ist der Stream noch nicht gestartet. Aber auf Handy läuft es. Ah, Bassmann, okay. Ich gucke nämlich hier die ganze Zeit. Weil dann habe ich den Chat nämlich größer, weißt du? Aber irgendwie sehe ich den nicht. Gut, ja, ich gehe einfach mal raus. Warum ist das denn auf dem TV noch nicht da? Aber was, Mann, du hast gar nicht mitgemacht, ne? Von dir habe ich gar keine E-Mail bekommen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, die teilnehmen am Gewinnspiel, die Anzahl der Eier richtig hatte. Ich verrate die Anzahl jetzt aber noch nicht, weil sowieso die E-Mails, die... Okay, wir sagen mal so, noch könnt ihr E-Mails schreiben. Na? Ich habe ja noch nichts verraten. Also wenn ihr noch Bock habt mitzumachen, schreibt uns jetzt die Anzahl, aber die Filme gucken schafft ihr eh nicht mehr. Es sind auch nur 11 geworden. Es ist ja nicht viel. Ist zusammengeschrieben oder auseinander? Was denn? Mondenkinder. Mondenkinder ist doch immer zusammengeschrieben. Ja, okay. Da ist sie doch. unsere Mondenkinder. Nee, auf dem TV finde ich den Stream noch nicht. Ihr? Habt ihr den Stream schon auf dem Fernsehen? Nö, ne? Kurios, echt kurios. Könnt ihr auch noch dazu? Ja, hier alle.
Ihr habt mir den Stift geklaut und deswegen musste ich dann einen Kugelschreiber holen. Ich habe am Anfang habe ich die Namen mit Bleistift geschrieben, weil ich den gerade zur Hand hatte. Ich habe jetzt nur die. Nein, alle. Ich dachte mir, warum sind das nur fünf? Wie, warum sind so wenig? Nein, ich dachte, warum sind es nur so wenige? Schon spät, Leute, schon spät. Hallo. Hallo, Anna. So. Ich gucke jetzt mal hier so. Kann ich kurz? Du sollst einen Namen schreiben. Ich schreibe. Jetzt läuft das auf dem TV, musst du aber aus dem Wartestream. Achso, okay. Ja, ich bin's immer noch am Suchen. Eigenartig. Normalerweise zeigt er das immer direkt vorne. Okay, der hat, ich habe auch ein Thumbnail vorbereitet, das hat er irgendwie nicht übernommen, sehe ich jetzt. Davor ist noch ein. Ja, ich musste den Stream, habe ich zwei oder dreimal neu gestartet, weil dieses Querformat hat irgendwie, oder Horizontalformat hat irgendwie nicht funktioniert. Kurios, kuriose Sache, aber okay. So, einmal Ton funktioniert, ja? Ihr hört uns. Heute machen wir das über Handy. Das ist ein Ohne. Okay, aber guck mal, der Chat ist im Fernsehen nicht zu sehen. Und wir sind so nah, so groß. Katastrophe. Katastrophe. Also Leute, wenn man sich selber im Fernsehen sieht, ist es ja immer so blöd, oder? Was meint ihr? Das ist dann komisch. Ja. Ton gut. Okay, Dobby. So, auf jeden Fall erstmal möchten wir uns bei allen bedanken, die uns die tollen Sachen gegeben haben. Zum Beispiel der Lektoren-Shop, der Sim. Geht auch ein Riesendank raus. Geht auf jeden Fall auch mal auf seinen Kanal. Zeige ich euch hier. Ihr habt der YouTube-Sim oder Instagram-Sim-YouTube. Auch ein dufter Typ. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Er hat uns auf jeden Fall auch was dazu gegeben zu diesem Oster-Rally-Spiel. Hättet ihr gerne, kann man das hier? Hält nicht, ne? Nee, bringt nichts. Okay, ihr wisst es auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall an Sim. Dann nochmal vielen Dank an Utryme für den 100% Code. Da müssen wir uns noch überlegen, in welchem Paket wir den tun. Du suchst aus Platz 1, Platz 2 oder Platz 3. Bekommt auf jeden Fall noch 100% Utryme Code. Den haben wir nämlich jetzt noch nicht verteilt. Und dann geht natürlich noch raus ein Dank an metalldetektor-besonders.de. Karte habe ich jetzt hinten, habe ich das nicht vorbereitet. Ah doch, komm hin, so kann ich machen. Auch für die Magazine vielen Dank. Dann natürlich an Wolfgangs Messer, Odenwolf. Auch Riesendank für das tolle Messer, was ihr uns wieder zur Verfügung gestellt habt. Mhm. Und Laserliebe. Für das tolle Brettchen, was ihr uns gegeben habt. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Hi, Daniel. Grüß dich. Hallo. Ja, Laserliebe. Die haben uns natürlich mit diesem Brettchen super überrascht. Das bekommt ihr auch, einer von euch. Dann natürlich die Pokale. Ich weiß mittlerweile, wer der Schuldige ist, aber er möchte nicht genannt werden. Akzeptieren wir. Riesendank geht raus. Du weißt, wer gemeint ist. Und ja, habe ich einen vergessen? Nö, ich denke nicht. Das sind jetzt alle. Falls ich jemanden vergessen habe, sehe ich es gleich, wenn ich euch die Pakete zeige. Also, wir haben drei Pakete zusammengestellt. Ich denke, das ist ausgewogen. Keiner kann sagen, das ist unfair. Der eine hat mehr, der andere weniger. Es geht natürlich auch um drei Plätze. Natürlich hat der eine einen anderen Vorteil als den anderen. Und ja, das ist auf jeden Fall so. So, und geplant haben wir das so. Dann kann man den Chat auch irgendwie einblenden, dass man den ständig sieht. Super Chat, oder? Nein. Nee. Moment, Leute, ich gucke gerade. Ich würde den Chat gerne ständig sehen, weil manchmal schreibt ihr bestimmt und das ist weg. Und am Fernsehen sehe ich den gar nicht. Irgendwie muss man den Chat doch einblenden können, oder?
Ist das das hier? Highlights nicht gelistet. Ja, du mich auch. Ich glaube, ich habe alle. So, schau mal, Daumen. Ich hoffe, ich habe richtig geschrieben. Okay, weiß einer von euch, wie ich am Handy, ich habe das Handy ja jetzt hier stehen, den Chat einschalten kann? Ja, nicht gucken. Da steht Wäsche. Ich habe Chaos da hinten gemacht. Ah. Anzeigen zur Option zur Anzeige von Chats. Top Chat, Live Chat. Alle Nachrichten werden angezeigt. Ah, Maya, guck mal. Aha. Okay. Aber im Fernsehen oder kommt das später? Müsste aber aus dem Wartestream raus und nochmal neu anklicken. Hallo zusammen. Anna Moreno, David. Ja. Okay. Ja, wir sind nicht so oft live, deswegen, ihr wisst es. Und wir probieren. Zuerst wollte ich die GoPro hier hinstellen und damit filmen, aber da muss ich mich auch mit dem Handy irgendwie. Was tut da? Nix. Stimm mir das jetzt ab. Warte. Spielt hier am Handy rum? Ich mach nix. Fertig. Weg jetzt damit. Hi, Evelyn. Okay, alles klar. So, wir wollen euch auch nicht zu lang auf die Folter spannen. Wir haben Sonntagabend. Ihr habt natürlich alle was Besseres zu tun. Und was wir in den ganzen Videos und davor nicht gesagt haben, jeder von euch bekommt natürlich auch wieder eine von unseren Karten. Ne? Wir haben jetzt noch nichts so drauf gekritzelt, weil es kam alles anders, als wir geplant hatten. Ja, ich hatte letzten zwei Wochen Urlaub und es sollte alles anders kommen. Aber leider ist etwas familiär vorgefallen und deswegen hat sich alles überschlagen. Ja, ist natürlich auch das Sondel und die Videos, alles was zurückgegangen. So ist das. Man steckt nicht immer drin, ne? Okay, also bedankt habe ich mich auf jeden Fall. Ich sag nochmal, Detektoren-Shop, vielen Dank. Try Me, vielen Dank. Und alle anderen. Vielen Dank. So, wir haben. Du hast da alles vorbereitet? So, wir haben das jetzt folgendermaßen geplant. Und zwar, Maya hat ein Glücksrad auf ihrem Familie vor allem. Da hast du recht, genau. So, Maya hat ein Glücksrad auf ihrem iPad vorbereitet. Da hat sie jetzt alle Teilnehmer. Ich hoffe, ich habe die richtig geschrieben. Und ja, ich verrate jetzt die Anzahl der Eier. Dann wisst ihr, wie viele es waren. Richtig haben auf jeden Fall geschätzt Sascha Schaf, Carapus Abus. Ich sag jetzt nur die YouTube-Account-Namen. Ne? So, mach mal weiter gerade auf. Ist schon wieder weg hier. Ah, Ehering, okay, viel Glück, Daniel. Dann such mal den Ring, das ist wichtiger. Hans-Jörg, hallo Hans-Jörg. Okay, nochmal, also Sascha Schaf ist dabei, Carapus Abus ist dabei, Hans-Jörg, der gerade eingeschaltet hat, ist dabei, Manuela Neugebauer ist dabei, Sumi, Benjamin S. ist dabei, Bombastic Fantastic ist dabei, Toby Devil, Silke Schlabach, User, IQ6EY, bla bla blub, Astrid hast du nicht gesehen, ist dabei. Mondenkinde und Michelle S. ist dabei. So. Also die haben richtig. Ne? Die haben alle 59 Eier getippt. Hier haben wir aufgeschrieben. Ich könnte euch jetzt noch alle E-Mails natürlich einblenden, aber das mache ich jetzt nicht. Ich könnte jetzt gar nichts einblenden, weil ich bin am Handy und ja. Okay. Wäre das jetzt im Video, könnte ich das einblenden. Ja, auf jeden Fall, die haben alle 59 Eier getippt. Ihr wisst ja, was ihr getippt habt. Und manche waren nah dran, manche waren weit weg. Und ja, ich habe auch von einigen habe ich eine Auflistung bekommen. Video 1 hatte 8 Eier, Video 2 hatte 9 Eier, Video 3 hatte 5 Eier, Video 4 hatte 5 Eier und so weiter und so weiter. Manche hatten im Video 2 zu wenig, da werden im Video 3 2 mehr.
somit sind sie auf 59 gekommen. War echt lustig. Also, coole Sache, wie manche auf diese Zahl gekommen sind. Ja, da. Dann ist bei mir eins entgangen, ne? Dann ist mir eins entgangen. So. Aber du hast mir ja gar keine Mail geschrieben, Evelyn. Von dir habe ich keine Mail bekommen. Aber dann hast du 58 getippt, ja? Naja, gut. 59 sind auf jeden Fall. Und das sind auf jeden Fall die Teilnehmer. Maja hat die Liste fertig gemacht. Zeig mal das Rad. So. Mats Werbung. Ach, Werbung. Okay, ist weg. Und dieses Rad ist erst mit ihren Werbungen, ne? So. Doch. Dann hast du von mir aber keine Antwort bekommen, weil dann habe ich nämlich keine E-Mail erhalten. Weil von... Nein, ich, Evelyn, habe ich keine bekommen. Nein. Dann guck noch mal, dann habe ich dir auch nicht geantwortet. Naja gut, aber wenn du sowieso keine 59 hattest, ne, dann auch scheiße. Oder blöd. Okay, schaut mal hier. Auf jeden Fall, hier sind jetzt alle Namen drauf. Könnt ihr nochmal kontrollieren. Ja, kann man sehen, ne? Hat Maja gut gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Macht nichts. Genau, ist nur ein Spiel und das nächste wird kommen. Aber bald. Okay. Dann machen wir mal Platz Nummer 3. Ich hole das Paket mal. Das ist nämlich das größte. Oh, ich brauche, ich habe uns nicht zugeklebt. Ja, wir sehen den Chat da gar nicht. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja. Ja, natürlich. Also sowas ist immer eine tolle Sache, ne? Ist zwar vielleicht manchmal nervig. Maja, super gemacht. Okay. Und. Ja, mir hat uns das auch Spaß gemacht, die Eier zu verstecken und hier und da mal zu zeigen. War halt ein bisschen anstrengend, immer dran zu denken. Oder beim Sondeln auch, die in der Fundtasche zu haben. Und dann habe ich die auch noch so gefilmt, weil ich runtergeguckt habe. Und dann kamen die Fragen, ja, zählen die auch? Nein, die zählen nicht, weil ich muss sie irgendwo transportieren, ne? Aber nun gut, aber gut, dass ihr nachgefragt habt, weil sonst wären unsere Zahlen komplett durcheinander gewesen. Oder? Ja. Ja. Und auf jeden Fall, keine Sorge, wir planen wieder was, wir starten irgendwann wieder was, aber lasst uns jetzt mal ein bisschen Pause, weil guck mal, wir hatten jetzt erst das Adventskalender, jetzt haben wir direkt Ostern gemacht. Ihr habt euch wirklich Mühe gegeben. Genau, vielen Dank. Und ja, ich meine, schau mal, andere Kanäle machen gar nichts für ihre Zuschauer oder wenig, ne? Deswegen, es ist nicht selbstverständlich auch, dass wir immer diese Geschenke bekommen. Keine Ahnung, was wir gemacht haben, dass wir das verdient haben. Weil im Endeffekt, wir behalten es nicht, wir geben es weiter. Ne? Das ist natürlich auch Werbung für die anderen. Und wir freuen uns, wenn wir euch eine Freude machen können. Ja. Oder? Ja. Ja. Egal, was das ist. So, und ihr wisst ja, unser Kanal sollte natürlich eigentlich nur ein Sonnenkanal sein. Mittlerweile ist es ein kunterbunter Kanal. Okay, nein, ich zeige noch nicht. Wir losen jetzt erstmal Platz Nummer 3 aus. Maja, stell das Ding hier rum. Und dann zeige ich, was Platz Nummer 3 dieser Karton gewonnen hat. Vor lauter Eierzellen habe ich gar nicht auf deinem Funde beim Sonnen. Ja, natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Aber ist ja in Ordnung. Alles gut. Dann musst du das Video nochmal gucken und auf die Funde gucken. Guckst du einmal, guckst du Eier, guckst du zweimal, guckst du Funde. Geht nicht noch zu tief? Guck mal, und wenn ich das Paket noch draufstelle? Hier, so jetzt? Ja, das ist alles live hier, ne? Guck mal. Wenn du das so drehst, geht das nur hochkant? Du heilig. Alles klar. Heilig. Guck, das ist versetzt, jetzt siehst du dein. Ne? Ich habe das Zellen sein lassen und mich auf die Funde konzentriert. Alles klar. Oh Mann, Maja, Maja. Ich war das nicht. Ich war das nicht, sagt die. Oh Gott. So. Mir ist warm. Mir ist auch warm. Okay, nichts passiert.
Nix passiert. Hört ihr uns noch? Guck mal, man kann das doch auch so drehen. Warum stellst du? Ich wollte es doch machen. Warum stellst du das denn nicht so hier hin? Ich wollte es doch machen. So einfach. Die sehen das doch. Nein, lass mal. Ich habe zweimal geschrieben und keine Antwort bekommen. Schade. Sandra V? Nein, dann hast du auch irgendwas in der E-Mail falsch gemacht. Maja macht nicht nur... Warte. Also Sandra, wenn du keine Antwort bekommen hast, ne, hättest du vielleicht mal nach der E-Mail schauen sollen. Weil ich habe jedem immer geantwortet, danke für die Teilnahme oder danke. Und irgendwas habe ich immer geantwortet. Das habe ich auch anfangs gesagt. Ja. Aber ich hoffe, du bist nicht traurig. Beim nächsten Mal bist du wieder dabei und dann kontrollierst du auf jeden Fall doppelt die E-Mail, wo du die hinschickst, bitte. Weil sowas tut uns dann natürlich auch leid, ne? Hey, Maja macht nicht nur am Steuer von einem Busskandale. Genau, unser Busspiel, ja. Davon kommt natürlich auch noch was, ne? Haben wir uns versprochen, eine längere Runde. Okay, so, könnt ihr die Namen sehen? Alles gut, okay, danke. Danke, danke. Wie gesagt, es kommt noch was, keine Sorge. Okay, ihr seht das alles? Maja, du weißt, wo du drücken musst? Ja. Okay, Platz Nummer 3 geht an. Ich halte es fest. Lass nichts fallen. Wen haben wir? Silke. Schlabach. Silke Schlabach, du bekommst auf jeden Fall Paket Nummer 3. Maja löscht in der Zeit den Namen aus der Liste. Ja. Und ich zeige Silke Schlabach, was sie gewonnen hat. Dazu sage ich, dein Sohnemann bekommt jetzt auch noch die Tasse, die er gerne haben wollte, was du mir geschrieben hast. Kein Problem. Das war, glaube ich, die Avengers-Tasse aus der letzten Loot-Chest, wo ich gesagt habe, schreibt, wenn ihr davon was haben wollt. Okay, auf jeden Fall, Silke, kurz und schmerzlos, ganz schnell gezeigt. Du bekommst die Kappe vom Sim, die Simplex-Kappe. Moment, ist das überhaupt Platz 3? Hier geht heute alles schief, aber... Alter, also, nämlich... Ja, guter Platz. Einmal live und dann, ne? Ja. Das ist, wenn man es nicht schneiden kann. So, auf jeden Fall die Simplex-Kappe vom Detektoren-Shop, vom Sim. Die bekommst du. Dann natürlich vom Sim das Coinpad. Das ist für dich. Dann haben wir hier noch reingepackt. Ah, von Warsteiner. Das ist ein Grillpfannenwender mit Flaschenöffner und alles. Drum und dran, hier hast du Flaschenöffner. Ich hoffe, dein Mann oder du, ihr grillt im Sommer. Kommt ja jetzt die Zeit, ne? Und ja, ist auf jeden Fall nice Sache. Auch original von Warsteiner. Ich habe Wärmesgrüne an. Passt nicht. Okay, das bekommst du auf jeden Fall dabei. Dann hast du noch das T-Shirt, was wir in der letzten Loot-Chest vorgestellt haben. Größe L. Ich denke, dein Sohnemann. Nein, noch nicht, ne? Aber vielleicht dein Mendes oder du. Was, dann ist die Silke überhaupt dabei? Ich zeig das hier so. Okay, Silke, wenn du nicht im Chat bist, ich hab's glaube ich noch nicht gelesen, das Osterhäschen, dann schau dir das Video auf jeden Fall nochmal an. Dann hast du hier noch für die Autos, für die nächste Euro, die kommt, kannst du dir hier so Dinger, Fähnchen dran machen, eine Motorhaube. Unser Kugelschreiber von unserem Kanal, sehr gut. Die Kinder sind damit in Urlaub gefahren, haben damit Rätsel gemacht. Ne? Ein Kugelschreiber von uns. Dann hast du für den Grillwender kannst du ja schon fast als Spaten nutzen. Ja, ja, genau. Der ist auch stabil. Der für den XP-Pointer, Bini, die Schutzkappe ist dabei. Ich hoffe, du hast einen XP. Und die Bierstation für deinen Mann. Ne? Die haben wir von Utrimi bekommen, das weißt du. Hast du ja gesehen. Damit kannst du schön den Schaum abzwirbeln. Das Heft vom metalldetektor-besonders.de. So.
ist auch dabei. Und natürlich als besonderes Goodie, unser Highlight von allem, hast du den dritten Platz gemacht. Tada! Tada. So, das Pokelchen von unserer YouTube Oster Rally 2024 von Immutep Solid Treasure. Das ist, finde ich, das besonderste Highlight überhaupt. So. Jetzt wisst ihr da draußen wenigstens schon mal, was weg ist und was noch da ist. Das muss ich wieder reinkriegen hier. Warte. So. Häschen war dann. Häschen war dann. Kugelschreiber. Kugelschreiber mal hier. Nee, T-Shirt. Warte, tu mal das T-Shirt so. Ich pack das sowieso nachher neu. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon, was weg ist. So. Das Paket ist so groß, weil da halt die größeren Sachen drin sind. Yeah. Komplett. Achso, und? Ich weiß, du hast schon eine, aber du bekommst noch eine Kanalkarte von uns. Yeah. Oder? Wie heißt das? Warte. Ja, wie hast du gesagt? Kanal-Autogrammkarte, Weihnachtskarte, Adventskarte. Ja. Kanal-Autogrammkarte. Kanal-Autogrammkarte. So, okay. Silke, Glückwunsch. Platz 3 gehört dir. Ich schreibe hier noch Silke drauf, sonst vergessen wir das auch noch. Wenn du das hier siehst, schreib mir eine E-Mail. Wir sagen mal, ihr habt 2 Wochen Zeit, euch zu melden. Solltet ihr euch bis dahin nicht gemeldet haben, zerfallen die Geschenke. Und wir verlosen sie neu. Ich weiß, ihr meldet euch. Okay. Silke, vielen Dank. Wir schreiben dich zur Not auch an. So. Platz Nummer 3 ist weg. Dobby Debbel. Grüße, Glückwunsch an Silke. Gut, gut. Hast du den Namen rausgenommen? Ja. Okay. So, kommen wir zu Platz Nummer 2. Habt ihr Bock? Ja. Gebt uns ein Herz, wenn ihr Bock habt auf Platz Nummer 2. Oder sollen wir hier noch mehr Chaos verbreiten? Ja, wir sind nicht so die Live-Gänger, wisst ihr? Das ist ja... Man muss dafür gemacht sein oder nicht. Ne? Platz Nummer 2. Jetzt direkt im Anschluss? Ja. Ja oder nein? Ja, okay. Herz, ja, Tobi, ja. Spät, ne? Ferien sind auch vorbei, ne? Morgen wieder Schule. Wo haben wir? 21 Uhr. Kinder müssen auch schon ins Bett. Hallo an alle. Hi, Dr. Detektor. Hallo. Also bei dir, ich sag dir, ich bin enttäuscht. Ich dachte, du machst mit. Aber du hast eben noch geschrieben, dass du die Videos nicht alle geschaut hast. Aber nun gut. Hauptsache, viel nachgefragt. Hans-Jörg, Chaos. Ach Quatsch, bei uns doch nicht. Kommst du da drauf? Ach, überhaupt nicht. Okay, Leute. Ich habe hier Platz Nummer 2. Smaller. Genau. Das ist Platz Nummer 2. Wollt ihr erst sehen, was drin ist? Lektorenshop, morgen geht der Alltag wieder los. Jawohl, so sieht's aus. Also gut, dass der Lektorenshop, der Sim dabei ist. Ich zeige nochmal deine Karte. Ne, haben wir nämlich auch schon drüber gesprochen. Ich hoffe, du wirst besucht und die Leute kommen ein bisschen shoppen. Du hast nämlich auch reichlich was dazu gegeben. Haben wir auch fleißig erwähnt. Und ja, ich wollte die Karte eigentlich hier aufhängen irgendwie, aber hier stürzt alles ein heute. Chaos. Okay, Platz Nummer 2. Erst auslosen oder erst zeigen? Was sagt ihr da draußen? Passt. Passt immer. Ich füge mich ins Glücksrad ein. Ja, und danach hast du keine Knöllchen mehr. Er ist nämlich der Polizist, wenn du Bus fährst. Ne? Der hat nämlich ziemlich viele Knöllchen gemacht. Ja, na, losen, egal. Okay, einer sagt losen, einer sagt egal, einer sagt zeigen. Okay.
da der Sim sich ja auch beteiligt hat und er sagt zeigen, zeigen wir zuerst, was in dem Paket ist. So. Zu gewinnen jetzt gibt es auf jeden Fall eine Tasse. Haben wir als Werbegeschenk bekommen von der AOK. Ist egal, könnt ihr auf jeden Fall mit zum Sonnen nehmen. Wenn die kaputt geht, wenn die runterfällt, ist es nicht so tragisch, habt ihr gewonnen. Was ist das? Kein Pet. Genau, von? Sim. Lauter. Sim! Ah, Coin Pet von Sim, vom Direktorenshop. Leute, wollt ihr so eins haben, geht auf jeden Fall in den Shop. Ich glaube 10 Euro, 9 Euro, 99, 90 kosten die Dinger. Sind auf jeden Fall super nice. Sehr schön gemacht, stabil, grifffest. Heute bei uns zu gewinnen. Wer keins gewinnt, beim Detektoren-Shop vorbeischauen und zugreifen. Viele verschiedene schöne Farben. Für jeden etwas dabei. Da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die sind cool. Wirklich. Und dann haben wir in diesem Paket. Wisst ihr noch, was das ist? Unsere Kanaltasse. Ich würde sagen, ich bin unsicher. Brauche ich jetzt nicht auspacken. Das ist original zu. Ihr kennt die ja mittlerweile alle, ne? So, die ist mit dabei. Das gute Osterhäschen. Also hier geht es um Platz 2, ne? Dann haben wir dazugelegt den Gutschein von der Lektorenshop. Habe ich immer noch nicht ausgefüllt, weil wir den ja noch zeigen. Sonst macht jeder. Ja, der kommt auf jeden Fall auch mit dabei. Danke Sim dafür auf jeden Fall. Schutzkappe für den XP Pinpointer. Heißt doch XP, ne? ME6 oder 4. Und es gibt die Coinpads jetzt auch in MineLab Design. Tatsache. Das wusste ich auch noch nicht. Es gibt die jetzt in MineLab Design. Also, ich habe jetzt auch in letzter Zeit keine Videos oder so mehr gucken können, so richtig, ne? Ja, aber ich hole das nach. Ich schaue eure Videos noch. Das Messerbrettchen von Laserliebe. Lass das Messer drin. Ich lasse das Messer drin. So, das ist das Schatzsucherbrett von unserem Kanal. Mit dem Sondelmann. Genau, XP-Schutzkappen sind nun neu im Shop. Ein neues Design. Genau, ab jetzt gibt es nämlich diese Schutzkappen. Das war noch die erste Runde. Die sind ein bisschen härter, aber jetzt gibt es die neuen. Die sind weicher und was dünner. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, um den Pinpointer zu schützen. Wer die noch nicht hat, der kann auf jeden Fall damit schon mal was anfangen. Ne? Das ist die, wie soll man sagen, erste Auflage. Nehmen wir es mal erste Auflage. Ja, Schatzsucherbrett und als besonderes Goodie natürlich Platz Nummer 2. Wow. Wow. Wow, wow. Silber. So. Auch Emotep Sonne Treasure Oster Rally. Von YouTuber Oster Rally. Blablabla. Genau, erste Auflage. Man entwickelt sich ja weiter mit der Zeit. Genau so sind. Genau so. Man braucht immer ein paar Anläufe, um es perfekt zu haben. Und selbst dann ist es immer noch nicht perfekt, weil man das immer noch verbessern kann. Wir wissen alle, was du meinst. So. Das ist Paket für Platz Nummer 2. Wir haben noch ein paar... Achso. Die Karte kommt auch mit da rein. So. Buff. Buff. Platz Nummer 2. Auslosung, Maya ist am Start. Warte. Boah, bitte reiß nichts ab. Wir gucken mal. Seht ihr so nicht, ne? Okay, warte. Warte. Machen wir den noch drauf. So. So, ihr seht es alle. Maya, push the button. Seid ihr bereit? Bereit? Ich denk mal. Ich denk mal. Wen haben wir? Hans-Jörg. Hans-Jörg. Hans-Jörg, du warst im Chat. Dich habe ich gelesen eben. Gratuliere. Naja, bereit.
bereit. So, Platz Nummer 2. Du schreibst mir natürlich, wie viele Leute hat eine richtige Stückzahl. Richtige Stückzahl, 11? 11 hat eine richtige Stückzahl. E-Mails bekommen habe ich ungefähr 15 oder so. Aber es war gut. Viele waren nah dran. Viele einige haben auch schon geschrieben, dass sie geschrieben haben und nicht durchgekommen. Also ich keine E-Mail bekommen habe. War wohl irgendein Fehler. Aber gut, Hans-Jörg, Gratulation. Du hast auf jeden Fall Platz Nummer 2. Schick mir per E-Mail deine Adresse und dann schicken wir dir das zu. Ne? Meine E-Mail-Adresse hast du ja, deine E-Mail kam ja durch. Und ja. Gratulation, Hans-Jörg. Sehr gerne. Wir hoffen, dir gefallen die Sachen. Auf jeden Fall schöne Tüte. Eine bunte Tüte. So. Ich freue mich, danke. Sehr gerne. Hast du schon mal was gewonnen hier auf irgendeinem Kanal? Oder ist das erste Mal, dass du was gewinnst? Wenn ja, dann historisch. Freuen wir uns. Okay. Wir freuen uns so oder so für euch. Ja, natürlich. Also, ihr fandet, es war eine coole Aktion? Nein. Oh, dann noch besser. Gratulation, hat sich gelohnt, für dich teilzunehmen. So, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Erste Mal. Gewinnen macht Spaß. Los? Ich gucke da. Okay. Watch time. Nein, Quatsch. Hast du einen Namen auf das Paket geschrieben? Nee, hab ich nicht. Könnte ich machen. Obwohl, die Vase ist ja da drin, das Pokelchen, und da steht da 2 drauf. Aber ich mach mal Hans-Jörg. So, Bassmann, safe. Oh, so. Bassmann, der Anwalt. Ja, und Streifenpolizist. Hallo? Keine Verbindung? Was ist da los? Keine Verbindung? Was ist da los? Technik, die begeistert? Ihr seid noch da, ne? Ja, ich schätze auch noch da. Bassmann regelt. Okay, wenn ihr noch da seid, macht mal kurz einen Daumen. Oder gebt uns mal einen Daumen. Alles okay. Alles okay. Wow. Das stimmt. Beim ersten Paket habe ich es auch gemacht. Ganz normaler Livestream-Problem. Ja, ja, du kennst dich damit besser aus. Du machst ja jede Woche deine Streams. Und du machst die mittlerweile auch sehr gut, auch mit diesem rumswitchen und alles. Also, ich müsste mal bei dir eine Schulung machen. Hans-Jörg will das für uns schreiben. Auf der Kanalkarte. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das haben wir eigentlich immer gemacht. Auch bei dem Adventskalender-Gewinnspiel. Wir haben jede Karte, jeden Tag haben wir unterschrieben. War gut. Wir sind nicht prominent oder so, aber ich denke, das ist eine schöne Erinnerung für euch. Ja, ne? Also wir unterschreiben da auf jeden Fall drauf, versprochen. Oder sollen wir das jetzt direkt machen? Willst du dabei sein? Willst du sehen, wie wir schreiben? Ich hol Edding. Wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt. Hat er was geschrieben? Hat er gesagt? Was? Guck mal. Passt schon. Passt schon. Dann machen wir das noch. Bassmann will es sehen. Bassmann will immer alles sehen. Okay. Ja. Machen wir wie Weihnachten. Okay, Hans-Jörg, bitteschön. Okay, mitten auf die Nase von dem Minecraft-Männchen. Zack, so geht das. Das ist deine Karte.
Und bei Silke, die jetzt natürlich nicht im Chat ist, nicht dabei, unterschreiben wir auch noch. Okay, dann machen wir direkt die nächste Karte. Hier haben wir noch eine. So. Die kann dann auch. Da freut sich aber einer besonders dolle, coole Sache. Ja, also es ist cool, wenn man jemand hat, der auf jeden Fall noch nie etwas gewonnen hat. Dann ist die Freude natürlich umso größer. So. Für Platz 1 haben wir auch schon unterschrieben. Zeigen wir euch. Funktioniert das noch? Oder sind die Namen jetzt alle weg? Nein, funktioniert noch. Ja? Ja. Okay. Achso, ich muss ihn wegmachen. Ja. Hans-Jörg, ne? Hans-Jörg. Er hat schon gewonnen. Ja, er kann noch mal gewinnen. Nein. Doch. Gibt es hier in der Runde jemand, der ein Wunschvideo hat? Also ein Tutorial-Video? Also, Sim fragt, ob es hier jemand in der Runde gibt, der ein Wunschvideo hat, also ein Tutorial-Video, Hilfe bei Einstellungen oder ähnliches. Habt ihr irgendwelche Anregungen in irgendeinem Video, schreibt es natürlich gerne. Könnt ihr auch bei Sim in den Kommentaren in den Videos schreiben. Der ist nämlich der Fachmann für alles. Bei ihm habe ich auch geschaut, mit dem Pinpointer und sowas. Auch ich muss Videos gucken. Und ja, auf jeden Fall Anregungen, schickt ihn alles. Wirklich klasse gemacht, ihr zwei. Klasse, naja, gut. Ja, wie gesagt, Anregungen für irgendwelche Videos, ne? Schreibt es auch in die Kommentare, der Sim liest mit, er ist ja dabei. Und der Dike sind das schon, der macht das für euch. So, bei Platz Nummer 1. Gerne was für den Legend, bitte. Ja, das soll schon mal eine Ansage sein. Verdammt viel Sorgen. So, auch Gutschein. Ne, für Platz Nummer 1 gibt es auch einen Gutschein. Oder halt in die Kommentare schreiben, genau. Oder halt in die Kommentare schreiben. Willst du weitermachen? Willst du Platz 1 vorstellen? Maja macht weiter, okay? Also, wie ich sage, der Gutschein ist hier drin. Auch vom Direktoren-Shop. Vom also. Dann eine Kappe von unserem Kanal. Ja, habe ich auch an. Seht ihr? Es gibt, also es gibt 4 Stück und das sind 2 davon. Legendär. Dann hier ein Coinpad von Sim. Ja. Vom Detektoren-Shop. Hab ich ja eben schon gesagt, ne? Sitzt gut, rutscht gut, passt gut. Das ist ein tolles Teil. Ah, hier drin habt ihr auch nur mal einen Sticker. So. Dann aus der Hase. Mhm. Ostergewinnspiel, Eier suchen, Osterhäschen. Dann Wolfgangs. Oh, das Beste zeigt man zum Schluss. Na egal. Okay, das Wolfgangsmesser von Odenwolf. Ich glaube, darauf sind die meisten geil, wenn man das so sagen darf. Ich zeige euch das nochmal. Habt ihr Tiere zu Hause? Sind die auch so bekloppt wie die da? Wollt ihr Katzen haben? Ich habe 2 zur Adoption freizugeben. Das grüne Coinpad. Oliv. Was ich habe, ist das Oliv. Das habe ich mir sogar so ausgesucht, weil die Farbe fand ich am besten. So, Wolfgangsmesser mit, ich sag mal, Stempel, Petschaft, wie ihr wollt. Wenn man sowas auf dem Feld findet, sagt man Petschaft. Hier sagt man heutzutage Stempel. Das ist auf jeden Fall dabei. Detektor, du willst meine Katzen haben? Ich schicke sie dir auch mit Post, mir egal. Na, Spaß. So, und hier ist das... ein kleineres Messer. Ich habe einen Vogel. Danach nicht mehr. Da sorgen die Katzen für, glaub mir. So, ein Messer von Wolfgang. Ist zu schnell wieder rein. Messer in dem Haushalt bei Katzen ist nicht gesund. Oh nein, ein Messer. Mein Messer.
Ah, du hast aber nicht mitgemacht. Beim Adventskalender wolltest du unbedingt eins von diesen Messern haben. Da hast du noch mitgemacht, aber jetzt nicht mehr. Ich habe echt auf deine E-Mail gewartet, aber kam nichts. Schöne Grüße aus Österreich. Grüße gehen zurück, mein Lieber. Ja. Ja, okay. Aber wer weiß, Doktor, das wird nicht das Letzte sein. Da kommt noch was. Okay, Maja, weiter. Oh. Also ein schönes Messer, auch für an den Pfund, Beutel, Gürtel mit Schnalle, ne? Hab ich ja nicht gesagt, aber habt ihr gesehen. Das hier? Für Pinpointer, für die... Schutzkappe für den XP-Pointer. MI4 oder MI6. Auch sehr gut. Danke. Und ich freue mich für die Gewinner. Geiles Gewinnspiel, habt ihr wieder auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Feedback ist immer gut. Und ich muss sagen, da ich jetzt hier den MI6 erwähnt habe, Sim, dein Short letztes Mal mit Mittwoch, den 6. fand ich übrigens sehr gut. Ne? Du weißt, was ich meine. Okay, weiter. Dann. Oh. Ach, guck mal, wie versetzt das ist. Das Messer wäre mega. Ja, das ist übrigens schon das dritte Messer, was ich von Wolfgangs bekommen habe, was wir hier verlosen. Hm. Zwei zum Adventskalender-Gewinnspiel und jetzt das zu Ostern. Aber da wir jetzt lange Zeit nichts mehr haben, machen wir auch Pause. Es sei denn, wir machen irgendwie einen Sprung und haben auf einmal 2, 3, 4.000 Abonnenten, was niemals passieren wird, dann hauen wir natürlich wieder was raus. Ist keine Frage, ne? Also bedanken muss man sich. So, was hast du da? Dann, für die Maus am PC. Lustig. Mauspad. Ja, Mauspad. Ein Mauspad von Imhotep Sonnentrasher. Auch Werbegeschenk. Das geben wir auch dazu. Also ich sage euch, es ist schon Wahnsinn, was man alles so bekommt, oder? So. Mach du das. Das Magazin von metalldetektor-besonders.de auch dabei. Und als besonderes Goodie. Im Moment. In dieser Kiste steckt auch noch der 100% Code von Utrymi, ne, für den Gewinner. Weil ich kann ja jetzt hier keine 100% reinschreiben. Hier steht zwar 50 drauf, aber das ist eine andere Karte. Die ist allerdings auch noch gültig. Auf jeden Fall, der Gewinner von dieser Box bekommt noch 100% Code von Utrymi. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gebe eure E-Mail an Utrymi weiter. Utrymi schickt euch dann über diese E-Mail von euch den Code. Den Code könnt ihr dann natürlich dann auf der Seite eingeben und dann habt ihr eine Box von Utrymi. Schaut meine Videos, da habe ich letztens eins gemacht. Hey Alex! Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du auch dabei bist. Und auf jeden Fall dieser Utrymi-Code, den gebt ihr dann da auf der Seite ein und dann könnt ihr natürlich auch einkaufen. Ne? Ein Riesenpaket, so wie wir das hatten. Für einen gewissen Wert, ich glaube 30 Euro oder so. Und da habt ihr diesen Balken, der füllt sich von Produkt zu Produkt immer weiter. Und ja, den gibt es auf jeden Fall dazu. So, und Special Goodie? Platz 1. Schön, ne? Gold. Gold. Eine goldene 1 für den Gewinner von diesem Paket. Ja, jetzt müsste man nur noch wissen, wer das bekommt, ne? Ja. Also wir haben noch ein paar Namen übrig. 9 an der Zahl. Ach, guck mal ein. Ich packe wieder ein. Das ist ja hier so in so eine Tüte. Ganz liebe Grüße an alle in den Chat. Vielen lieben Dank. Sehr nett, Alex, sehr nett. Auch wenn ich nicht immer bei euch dabei sein kann. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit der Zeit. Ne? So, Mauspad, Messer. Den Code tue ich jetzt nicht da rein. Den bekommt ihr dann online.
unsere Karte mit da rein. Coinpad vom Sim, Detektorenshop kommt da rein. Vom Detektorenshop der Hase, nein, Spaß. Kommt da rein. Unsere Karte, oh, und dieser Code. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Prozentdings draufschreiben mit einem Code und den habt ihr dann. So. Haben wir alles drin? Und genug Preise für Platz 1? Was sagt ihr? Warte. Nein, das ist meine Karte. Ja, nee, ich dachte. Ich was genug geredet? Spannung? Also wir haben jetzt noch Sumi, dann Bubastik, Fantastik, beide nicht im Chat. Dobby Devil ist im Chat. Astrid ist im Bett. Mondekinde. Michael nicht dabei, Mondekinde ist dabei. Sascha Schaf ist nicht dabei. Carapus Abus ist ein... Und Manuela? Achso, Manuela Neugebauer. Ja, ja, ja. Du hast nur Manuela geschrieben. Ah, nee, ich hab... Da steht doch, ah, Neugebauer 262. Ich hab geschrieben, aber es wird abgekürzt. Ja, ja. Ja, zu lang. Okay. Was habt ihr jetzt noch geschrieben? Haben wir das nicht geguckt? Allen viel Glück und eine Katze gratis gibt's oben drauf. Könnt ihr auch so. Wollt ihr eine Scheue haben oder wollt ihr eine Bekloppte haben? Die, die rumschreit oder die, die ruhig in der Ecke sitzt und gar nichts macht? Hm. Wir haben alles. Oder ein Hund, der hier am Boden liegt. Kriegst Ärger von da drüben. Nein, der Hund muss bleiben. Okay, Spaß beiseite. Ihr seht nichts. So. Also, da müssen die, die jetzt nicht dabei sind, außer Hans-Jörg. Hans-Jörg, bist du noch da? Oder bist du schon Party machen? Okay, die, die auf jeden Fall nicht gesehen haben, die müssen das Video noch schauen. Maya ist die Glücksfee, das kennt ihr. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Jetzt kommt der letzte Name. Toi, 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 ne, euch allen. Bereit? Also, euch allen vom Glücksrad. Ich warte jetzt, bis einer antwortet. Okay. Los. Hans-Jörg, yo, 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 Mel, du bist dabei. Und wer ist es? Oh, eine schnelle Runde. Sascha Schaf. Du hast Platz 1 gewonnen. Das ist Jörg. Hier ist Sascha Schaf. So, du bist nicht im Chat, habe ich gesehen. Sascha Schaf. Du hast auf jeden Fall Platz Nummer 1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, gratuliere. Das ging aber schnell diesmal, das Drehen. Ja, ne? Ja, vielleicht weniger. Hast du keinen Schwung genommen? Egal. Sascha Schaf, Gratulation, du hast Platz 1 gewonnen. Schreib mir auf jeden Fall E-Mail. Und dann bekommst du das. Wie gesagt, ich gebe euch 2 Wochen Zeit. Außer Hans-Jörg, der ist da direkt dabei. Das Päckchen geht als erstes raus. Der hat mitbekommen. Und ja, sollte sich irgendwann irgendwie gar keiner melden oder doch nicht haben wollen, dann verlosen wir das nochmal. Aber ich denke, jeder möchte es haben, ne? Oh, Leute. Wieder was rausgehauen. Auf jeden Fall nochmal riesen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Und auch an Sim für die tollen Coinpads und für die Codes, die du uns gegeben hast, für die Pinpointer-Kappen. Alles super, alles danke. Und ja, nächstes Spiel kommt mit Sicherheit. Irgendwas lassen wir uns irgendwann wieder einfallen. Vielleicht welcher Tag wird wie viel Grad oder so. Mal gucken. Glückwunsch den Gewinnern, hat mega Spaß gemacht. Und danke an die Sponsoren für eure Mühe. Genau. Dobby Devil, alles gut. Gerne, gerne, danke, danke. Ist alles nicht selbstverständlich, ne? Gerade in der heutigen Zeit, mit den heutigen Unkosten, die wir alle haben. Und da freut man sich immer, wenn man irgendwas hat, was man raushauen kann. So, auf jeden Fall, Sascha Schaf, du schreibst mir. Und Silke Schlabach, du meldest dich auch bei mir. Nächster Livestream kommt bestimmt. Ja, bestimmt. Wer weiß. Danke euch, super Aktion. Sehr gerne, Hans-Jörg, danke fürs Teilnehmen.
Vielleicht auslosen, wenn eine Katze bekommt. Also die redet ja die ganze Zeit nicht, ne? Und dann kommt sowas raus. Der Anwalt ist auch dafür, dass er Dr. Detektor bekommt. Was, die Katze? Katze für Dr. Detektor? Danke. Ja, sehr gerne. Also, ne? Also, sag mal, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben die Eier versteckt, aber was wir bekommen haben von, nennen wir es mal Sponsoren, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und das freut uns auch natürlich am meisten, wenn wir sowas bekommen. Ne? Benjamin S., hey, du bist auch jetzt da. Hi und herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Danke euch für euren bärenstarken Gewinnspiel. Ja. 25. Bärenstark, hasenstark. 25. Bitte keine Katze mitschicken. Ja, gut, dass du das erwähnst. Okay. Okay. Ja, ich denke, das war es soweit. Ne? Stunde haben wir jetzt rum. Sonntagabend. Ihr habt alle was Besseres zu tun. Die Idee war super. Ja, es gab es auch so noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht zieht nächstes Jahr jemand mit, beteiligt sich daran. Wer weiß, vielleicht ein Alex, der ist auch für jeden Spaß zu haben. Dann kann man sich ja mit den Videos auch abwechseln oder so. Oder vielleicht Dezember, Adventskalender. Ja, das ist alles ausbaufähig. Man steht in Kontakt und man kann auf jeden Fall was auf die Beine stellen. Gucken wir. Kontakte sind da. Kriegen wir irgendwas. Irgendwas machen wir wieder. So, hat Spaß gemacht. Auch danke, Sim, ne? Auf jeden Fall. Nicht selbstverständlich. Und in dem Sinne, ne, ich denke, wir haben alles. Wir machen Ende. Die Kinder müssen bald ins Bett. Morgen ist wieder Schule. Ferien sind vorbei. Und einen guten Start in die Woche. Genau, ich habe sogar die Liege mit einem. Mir haben aber ein paar Videos gefehlt. Ach so, ja. Naja, gut, die Videos waren ja alle da. Aber okay. Macht weiter so. Tolle Sache von den Sponsoren. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt. Okay. Machen wir noch 2 Minuten. Dann haben wir 1 Stunde voll. Dann hören wir auf. Ich sag nochmal, geht auf den Detektoren-Shop. Ciao mit V. Ciao Alex. Wenn ihr Preise haben wollt, wenn ihr super Einsteigermodelle haben wollt, schaut da auf jeden Fall rein. Habt ihr Fragen, könnt ihr ihn auch per WhatsApp anschreiben. Seine Nummer steht auch auf seiner Shop-Seite. Er antwortet zügig, so wie er die Zeit hat. Sei mir ein Witz. Oder Maya? Maya ist die Witzefrau hier, okay. Wie viele? Eine? Okay. Detektoren-Shop. Erzähl mir einen Witz. Warte. Ich sag euch, geht ein Cowboy zum Friseur, kommt raus, Pony weg. Okay, warte. Ich hab einen, aber ich hab vergessen, wie der geht. Geht ein Frosch einkaufen, sagt der Verkäufer, was hättest du gerne? Sagt der Frosch, Quark. Okay. Der ist gut. Quark. Wo hast du den denn? Internet. Alles klar. Das war Schlusswort. Wir haben 59:20. Wir wünschen euch alle einen schönen Abend. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Dabeisein. Höchste waren 20 Zuschauer. Mega. Basmann lacht immer noch. Ihr könnt uns natürlich noch gerne ein paar Daumen da lassen. Das würde uns auch freuen. Sandra auch am Lachen. Und ansonsten verabschiede mich auch. Man sieht sich. Ja, natürlich. Gute Nacht. Alles Gute. Ja, gut, ne? Ach, den kenne ich. Der ist gut, ne? Okay, dann haut rein, Freunde. Schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao mit V. Ciao mit V. Bleibt uns treu und gesund, ne? Auf Wiedersehen. Tschüss. Wenn ich das Ding hier auskriege.
Schönen Start in die Woche, ja. Dir auch. Sinn. Danke, danke. Jetzt ist Ende. Ciao mit V.